Bei unserem ersten Besuch auf der Totenkopfinsel konnten wir uns den Münzschrittzähler nicht leisten. Aber jetzt, mit dem Geld, das wir von dem reichen Toad in der letzten Folge in Toadtown erhalten haben, schlage ich zu und hoffe, dass sich das ordentlich refinanziert. Ich frage mich auch gerade, kann ich da vielleicht ein bisschen tricksen? Ähnlich wie bei Pokémon Go mit dem Auto am Anfang. Aber ich glaube kaum, dass die Meta mit dem Auto, wie damals bei Pokémon Go, jetzt hier die Meta mit dem Boot als Schritte gezählt werden. Sehr unwahrscheinlich. Aber man darf ja mal hoffen. Ich guck gleich nach. Jetzt geht's aber erstmal wieder zurück zur Karo-Insel. Den Eispergamenton-Tempel haben wir bereits hinter uns gebracht. Jetzt warten die anderen Prüfungen auf uns. Ich hoffe, es ist möglich, alle drei in ein Paar zu verfrachten, weil genauso habe ich mir das eben auch vorgestellt. Man wird sehen. So, jetzt aber erstmal einen Blick. Wie viele Schritte haben wir? Ja, es zählt nicht. Wäre ja auch so schön gewesen, um wahr zu sein. Hier kann ich alle Pergamente einsetzen. Also, welches Pergamenton soll ich entfalten? Das Erdpergamenton wird hier benötigt. Sieht man ja eindeutig. Ist genau die gleiche Erdschicht wie damals auf dem Panoramaberg mit dem Panoramaturm. Also, bring das Ganze zum Erliegen, damit wir in den Tempel hineinkommen. Danke, Olivia. Und nun, let's go. Was erwartet uns hier? Denke aber schon, dass es etwas kleinere Prüfungen sind und der Eispergamenton-Tempel so die Hauptaufgabe war. Dies ist die Prüfung der Kraft. Bewältigt ihre drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Okay, also die Prüfung der Kraft. Seid ihr bereit, die Prüfung der Kraft anzutreten? Ja. Was war das denn gerade? Wieso muss ich mich da so zusammenrollen? Naja, egal. Also hier kriegen wir es wohl mit vielen Gegnern zu tun. Hallo? Mann, der Raum ist ja leer. Ob man einfach vergessen hat, hier eine Prüfung aufzubauen? Möge die Prüfung der Kraft beginnen. Ihr müsst alle Blöcke innerhalb der vorgegebenen Zeit zerstören. Was? Doch keine Kämpfe? Ja, super. Freue ich mich. Ja, der wahre Trickser, der macht es doch gleich mit zwei Blöcken auf einmal. Ja, gut. Oh, ich hoffe, ich schaff's noch. Ja, läuft. Aber es war doch nicht alles, oder? Gut gemacht. Schreitet zu und stellt euch der nächsten Etappe. Ah ja, klar. Gut, dann weiter. Aber es klingt machbar. Ihr habt die zweite Etappe der Prüfung der Kraft erreicht. Hier gilt es, den Hammer zu schwingen. Holt aus mit B, schlagt zu mit A. Drückt ihr im rechten Moment A, gibt's exzellent starke Hiebe. Oh, wirklich? Das wusste ich noch gar nicht. Wir sind ja nur schon, keine Ahnung, 10 plus Stunden in-game. Trotzdem danke für den Hinweis. Ja, ich weiß, ich schaffe hier keine Exzellent, aber ist auch egal eigentlich, weil man zerstört ja maximal zwei Blöcke und die müssen halt wirklich nebeneinander sein, wie es aussieht. Okay, vielleicht sollte ich doch nicht so rummaulen, weil die sind jetzt schon extrem langsam. Ich glaube, da kommen gleich noch mehr, richtig? So ist es. Scheiße, jetzt brauche ich doch mal ein Exzellent.
Was? Oh. Diese Prüfung misslang. Verlasst den Tempel, sammelt eure Stärke und kehrt zurück so weit. Oh nein. Okay, das ist dann wohl die Strafe für das Rummaulen. Ich habe versagt. Und muss jetzt sogar wieder von vorne beginnen, oder was? Na gut, die erste Prüfung war ja nix. Kriegen wir ja schnell hin. Dennoch, das ist... peinlich. Ich glaube, es lag aber vor allem an der Position bei der zweiten Prüfung. Ich habe das halt zu spät gecheckt, dass ich mit Exzellent zwei Blöcke auf einmal zerstören kann. Oder sogar noch mehr, wenn man sich noch besser positioniert. Das müssen wir jetzt besser machen. Sollte es nochmal nicht klappen, werde ich natürlich für euch schneiden. Damit ihr euch diese Peinlichkeit nicht nochmal geben müsst. So, jetzt aber aufgepasst. Lade mich nicht zu, ich weiß Bescheid. Na gut, also hier am Anfang... da habe ich ja wirklich keine andere Wahl. Waren die Blöcke vorher auch schon so angeordnet? Es kommt mir so vor, als hätten die jetzt eine andere Konstellation. Als ob. Mann. Aber ja, man kann wirklich überall hinschlagen, das sollte man wissen. Hä, die Blöcke waren doch vorhin viel schwieriger angeordnet, oder täusche ich mich? Weil es ist jetzt bei weitem einfacher. Ist doch so, oder? Wenn nein, dann habe ich beim ersten Versuch wirklich komplett geschlafen. Dann ist ja klar, dass man den mittleren Block anvisieren muss. Gut gemacht. Schreitet zu und stellt euch der nächsten Etappe. Oh oh. Es gibt noch eine dritte Etappe. Was ist das denn? Ein Nagel? Dies ist die letzte Etappe der Prüfung der Kraft. Versenkt diesen Nagel innerhalb der Zeit im Boden. Tatsächlich. Okay. Er klimmt zunächst den Nagel. Alle weiteren Erklärungen folgen. Ja, hier werden wir jetzt auf jeden Fall auf Exzellent angewiesen sein. Um diese Etappe zu bewältigen, dürft ihr sowohl Stiefel als auch Hammer einsetzen. Hebt den Hammer mit B und drückt im rechten Moment A, um Hiebe von exzellenter Stärke auszuführen. Oder springt mit Hilfe von A. Drückt beim Landen erneut A, um bis zu 4 Sprünge aneinander zu reihen. Es geht beides. Also Sprung finde ich eigentlich einfacher. Aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mit dem Hammer eigentlich auch regeln. Ich glaube, der Hammer bringt auch mehr. Oh. Ja, gegen Ende ist dann wohl die Konzentration weg. Uff. Uff. Prüfung der Kraft bestanden. Eure Tat soll nun gehuldigt werden. Was zum... Ja, danke. Huldigung abgeschlossen. Schreitet in die nächste Kammer und nehmt eure Kugel entgegen. Ja, nicht die beste Leistung, aber hier wird nichts geschönigt. Bin auch nur ein Mensch. Gibt halt ab und zu auch mal holprige Leistungen. Hauptsache, die Kugel der Kraft gehört uns. Eine rote Kugel, Preis der bestandenen Prüfung der Kraft. Hurra, du bist einfach stark, Mario. Und kräftig auch. Ja, geht. Mario hat ja doch recht dünne Ärmchen. Dafür einen pralleren Bauch. Wie auch immer. Nächster Tempel. Was brauchen wir hier? Eis, oder? Damit das Wasser gefriert und wir zum Tempel kommen.
Wäre jetzt zumindest mal meine Vermutung. Also war es auch eine gute Entscheidung, erstmal den Eispergamenton-Tempel zu machen? Ah doch, okay. Ich dachte jetzt ganz kurz, huch, falsch gedacht. Passt wunderbar. Haben wir da hinten noch ein Secret? Nein? Verpasste Chance, liebe Entwickler. Verpasste Chance. Dies ist die Prüfung der Weisheit. Bewältigt ihre drei Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Was wird mich hier erwarten? Loslegen? Ja. Was bedeuten denn die Zeichen da? Ja oder nein? Gut oder schlecht? Achso, ich weiß, was die heißen. Richtig oder falsch? Zack, Weisheitsprüfung bestanden. War ja viel einfacher, als ich dachte. Möge die Prüfung der Weisheit beginnen. Entscheidet innerhalb der Zeit, ob die Sätze, die ihr hören werdet, wahr sind. Haken oder falsch? X. Erste Aufgabe. Vier Panzerkugeln fügte Mario in die Pforte des Erdpergamenton-Tempels ein, um sie zu öffnen. Ich meine, es waren fünf. Wir haben zwar vier gesammelt, aber eine blieb ja noch übrig. Yes. Was? Was? Nein, du Trottel. Diese Prüfung misslang. Verlass den Tempel und haut ab. Hey, das waren doch fünf, ich schwöre. Das waren doch keine vier. Oh, warte. Oh, man muss auf die Fragestellung achten. Vier Kugeln setzte Mario ein. Das stimmt. Oh je, das sieht nach einem Blamagenpart aus. Kriegen wir die gleiche Frage nochmal oder eine andere? Eine andere. Die Wandzeichnungen im Erdgeschoss des Panoramaturms zeigten Pilze und einen Apfel. Ach komm. Nein. Das war doch King Olli. Obwohl, der war am Boden. Trotzdem, ich kann mich nicht erinnern. Wenn, dann war doch Apfel und Co. Ja. Auf erster Etage bei der Küche. Korrekt, die Wandzeichnungen zeigten in Wahrheit Pilze und eine Banane. Meine ich ja. Gut gemacht. Mach weiter. Oh Leute, ich bin so lost. Zweite Aufgabe. Eine Tonne Eisen ist schwerer als eine Tonne Wolle. Nein, sind beide genau gleich schwer. Das ist eine beliebte Fun-Frage. Weil man natürlich automatisch denkt, jo, Eisen muss schwerer sein als Wolle. Aber es geht um eine Tonne. Korrekt, eine Tonne ist eine Tonne. Die Dichte der beiden Materialien spielt hier keine Rolle. Seht ihr, ich bin doch noch nicht komplett verloren. Hätte ich da jetzt gefailt? Oh, ich hätte überlegt, ob ich den Part abbreche. Weil das wäre halt einfach nur massiv peinlich. Gut gemacht. Weiter geht's. Oh nein! Was wird das jetzt? Dritte Aufgabe. Sprecht mit allen drei Figuren und wählt dann diejenige, die lügt. Was? Oh, aber ich habe unendlich Zeit. Ich bin nicht der Lügner. A ist der Lügner. Was zur Hölle? B ist der Lügner. Hä? Die sagen alle, dass sie nicht der Lügner sind. Ich bin nicht der Lügner. A ist der Lügner. Okay, gehen wir mal davon aus, dass A die Wahrheit sagt.
Dann sagt B schon mal die Unwahrheit. Was sagt C nochmal? B ist der Lügner. Ach so. Ich glaube, ich habe mich vorhin ein bisschen verlesen. Okay. Also A sagt, ich lüge nicht. B sagt, A lügt. Und C sagt, boah, Bruder, B lügt. Und ich muss den finden, der die Wahrheit sagt, oder was? Ach nein, die lügt. Oh, Bruder. Ich brech zusammen hier. Ich lüge nicht. A lügt. B lügt. Es kann nur B sein eigentlich. Weil, ich nehme jetzt B. Weil B beschuldigt A, A sagt, ich bin's nicht und C sagt, B ist der Lügner. Also muss B der Lügner sein. Bitte. Ich bin Millionär! Danke, Günther Jauch! Oh, liebes Publikum, vielen Dank. Ja, ich bin so klug. Ich habe 1 Million gewonnen. Yay! Prüfung der Weisheit bestanden. Eurer Tat soll nun gehuldigt werden. Mit kompletter Cringe. Huldigung abgeschlossen. Schreitet in die nächste Kammer und nehmt eure Kugel. Oh my goodness. Aber da ist sie. Weisheitskugel. Eine blaue Kugel. Preis der bestandenen Prüfung der Weisheit. Hurra, du bist zu weise, Mario. Ganz auf deine Weise. Das ist nett gesagt. Danke. Aber ja, sieht so aus, als schafft man tatsächlich alle drei Tempel in einer Folge. Außer man ist extrem lost. Na gut, ich habe jetzt ja noch 12 Minuten für den letzten. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Also, hier brauchen wir eindeutig Wasser. Aber ist voll schade, dann schaut das Feuerpergamenton ja übelst in die Röhre. Wobei gut, andererseits hat man das Feuerpergamenton ja im Eispergamenton-Tempel gebraucht. Im Kampf gegen jenes. Aber warte mal, das Wasser alleine bringt mir ja jetzt auch nichts, wenn da keine Brücke ist. Kann ich zwei Fähigkeiten hintereinander einsetzen? Weil wenn, dann machen wir einfach das gleiche wie drüben. Oder brauche ich da nochmal das... nee. Hä? Ah, passt schon. Okay. Ja, gut. Ich schätze mal, auch hier hinten ist nichts. Guck aber natürlich trotzdem nach. Das ist meine Pflicht. Als 100% Nintendo Let's Player. Genauso wie es meine Pflicht ist, mich jetzt hier nicht zu krass zu blamieren. Dies ist die Prüfung des Mutes. Bewältigt ihre 3 Etappen. Deine heilige Kugel sei euer Lohn. Ich hoffe, ihr habt auch oft gefailt bei den ganzen Aufgaben. Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige. Prüfung des Mutes geht los, okay? Okay. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? So, du Tempel, wir haben keine Angst vor dir. Zeig uns, was du drauf hast, Ich dachte ja, wir müssten uns auf sonst was gefasst machen, aber das ist ja nur ein lumpiges Seil. Möge die Prüfung des Mutes beginnen. Tret näher. Dieses Seil ist an etwas festgebunden, das schon bald auf euch herabfallen wird.
Oh, das ist ja wie eine Mare-Party. Drückt A, um das Seil zu greifen. Sobald ihr A loslasst, beginnt das Objekt zu fallen, und zwar schnell. Haltet das Objekt durch erneutes Drücken von A an. Doch erst, wenn es sich unter der Pfeillinie befindet. Haltet ihr es vorher an, so fehlt es euch augenscheinlich an Mut. Okay, also unter dem Pfeil. Oh, damn, Bro. Wie war das? A loslassen oder A drücken? Jetzt, ich hab wieder nicht aufgepasst. A drücken, okay. Ich hab mich von dem scheiß Soundeffekt beeinflussen lassen. Diese. Scheiße! Du kannst gar nichts. Raus hier. Aua! Okay, ich mach den Sound jetzt aus. Das hat mich komplett beeinflusst. In mir habe ich gesagt, ich achte nur auf meine Augen. Aber dann kam dieses. Und dann denkst du natürlich, oh, ich werde dich erschlagen. Hilfe! Aber nein, so ist es nicht. So, ich habe jetzt keinen Sound, ich höre nichts. Bin gespannt, ob ich jetzt besser bin. Aber ich denke schon. Keine Erklärung, nein. Oh, wir müssen aber dreimal hintereinander sowas schaffen. Das könnte echt heftig werden. Naja, was soll's. Ich mache jetzt mal diesen Test. Weil ich glaube schon, dass da ziemlich viel Psychologie mit einfließt, wenn du was hörst. Hier, ich nehme es auch raus hier. Das passt schon mal. Aber die nachfolgenden Gewichte werden wahrscheinlich noch viel schneller runterfallen. Gut gemacht, weiter geht's. Also sollte ich hier failen, werde ich schneiden, denke ich. Weil, ja. Ist jetzt nicht so sehenswert wie die anderen Aufgaben, wenn man da gefailt hat, bin ich der Meinung. Zweite Prüfung, weiter geht's. Das ist schon asozial. Aber ich bleib dabei, es ist wirklich deutlich besser, wenn man nichts hört. Also solltet ihr bei der Prüfung Probleme haben, macht den Ton eures Fernsehers aus oder worauf immer ihr spielt. Dann ist es so viel einfacher. Weil der Sound ist reine Beeinflussung. Oh, jetzt wird's aber böse. Ich denke, ich werde failen. Ich denke, ich werde failen. Da kommt irgendwas Heftiges runtergeschossen. Safe. Scheiße. Ich hab noch gedrückt, aber zu spät. Nein. Ja. Wer weiß, vielleicht lasse ich es doch drin. Ich entscheide nachher, ob ich schneide oder nicht. Aber der Twomp ist schon böse gewesen. Weil ich gucke halt auch immer auf Höhe des Pfeils. Aber dadurch, dass es so ein Riesending war und der Pfeil generell so weit unten war. Dagegen sind die anderen Dinger nix. Verdammt.
Ja, ich sag's ja. Also die anderen sind eigentlich echt easy. Aber der Twomp, holy shit. Ich finde, da kann man jetzt auch nicht so viel anders machen. Außer vielleicht... Jetzt, wo man weiß, dass der so schnell runtergeschossen kommt und so massiv ist, vielleicht doch nicht auf Höhe des Pfeiles achten, sondern ein bisschen darüber. Um dann etwa auf Höhe des Pfeiles zu reagieren. Ja. Ja, gut. Immerhin im zweiten Versuch. Prüfung des Mutes bestanden. Eurer Tat soll nun gehuldigt werden. Also keine Prüfung fehlerfrei, aber alle im zweiten Versuch geschafft, ne? Ja, doch. Huldigung abgeschlossen. Holt euch die Kugel. Tja. Bin mal gespannt, was ihr so sagt, wie es bei euch lief. Klar, die meisten werden wieder schreiben, nee, also meine fünfjährige Tochter, die hat das alles sofort geschafft. Du bist halt einfach nur ein Kick. Ich weiß, ich weiß. Hurra, niemand ist so mutig wie du, Mario. Das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber danke, Olivia. Gut, aber kurze Frage. Wohin mit den Kugeln? Zu der mittleren Statue da? Ah ja. Ausgezeichnet. Ihr habt in den drei Prüfungen eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut bewiesen. Auf zu Ganon. Alle drei Prüfungen geschafft? Yeah! Aber was machen wir denn jetzt mit den Kugeln? Ja, genau. Das habe ich ja auch schon gefragt. Tell me more. Ausgezeichnet. Ihr habt in den drei Prüfungen eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut bewiesen. Hä? Keine weitere Informationen? Weißt du etwas? Wenn ihr zurück an die Oberfläche des weiten Ozeans wollt, lasst es mich einfach wissen. What? Oder muss ich jetzt zum großen Turm mit der Luftschlange? Wahrscheinlich. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dort. Bis dann und tschüss.